Viele Auswanderer nehmen ein Stück Heimat mit in die Fremde, wie auch die Gründer dieses Ortes. 1811 legten zwei Berliner den Grundstein für Berlin im US-Bundesstaat Ohio, unser Platz 5. Viele Einwohner leben noch heute wie damals, vor 200 Jahren. Sie gehören zu der Glaubensgemeinschaft der Amischen und machen auch das US-Berlin zum echten Besuchermagneten. Zwar hat der Ort nur 3500 Einwohner, aber pro Jahr kommen 3 Millionen Gäste. 3 Straßen, 3 Läden, eine ehemalige Kolchose. Die meisten der 600 Einwohner leben noch heute vom eigenen Garten und der Kuh im Stall. Willkommen in Berlin, Russland, unserem Platz 4. Der Ort liegt im Grenzgebiet zu Kasachstan. Wer hierher möchte, braucht eine Sondergenehmigung. Den Namen erhielt der Ort im 18. Jahrhundert zu Ehren russischer Kosaken. Die eroberten damals das deutsche Berlin. Noch heute erzählt davon ein Lied. Auch Sie sind Berliner, aber kennen die deutsche Hauptstadt nur vom Hörensagen. Ihr Berlin liegt in Guinea in Westafrika und besteht aus 30 Rundhütten. Unser Platz 3 der Orte, an die Sie wahrscheinlich nicht denken, wenn Sie Berlin hören. Seinen Namen erhielt das Dörfchen vor rund 100 Jahren. Wie man sich hier erzählt, durch einen ehemaligen Bewohner. Der hielt sich während des Ersten Weltkrieges eine Zeit lang im deutschen Berlin auf und brachte den Namen als Souvenir mit. Tausend Lamas, aber nur 15 Familien, wohnen in diesem einsamen Nest hoch oben auf fast 4000 Höhenmetern. Dieses Berlin, unser Platz 2, liegt in den Anden in Bolivien. Kaum ein Tourist verirrt sich hier. Und wenn, dann ist das eine kleine Sensation. In den 40er Jahren sei hier ein Besucher aus Berlin wegen einer Fahrradpanne gestrandet, heißt es. Er blieb ein paar Tage. Dem seltenen Gast widmeten die Bewohner den Ortsnamen Centro Berlin. Türkises Meer, weiße Strände, das ganze Jahr über 30 Grad Celsius. Ein Ort wie aus einem Reiseprospekt. Das ist Berlin Hafen im Inselstaat Papua-Neuguinea, unser Platz 1 der Berlin-Doppelgänger. Der Name ist ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Um 1900 war die Insel für ein paar Jahre unter deutscher Besatzung. Missionare brachten ihre Lieder mit. Es hat bis heute überlebt.